überrascht mich jetzt. Sie hat doch einen Preis gewonnen. Gewonnen? Das ist doch bestimmt wieder einer ihrer Streiche. Nein, dieses Mal hat Lara wirklich einen Preis bekommen. Den Preis für das allerschönste Marienkäfermädchen. Das müssen wir doch feiern. Wir bereiten beide ein Fest für sie vor. Juhu! Schön, das wird höchstens eine schöne Schufterei. Der erste Preis ist der beste. Hey, sehen Sie mal, so viele Pollen haben wir gesammelt. Ah? Oh, ja. Ich meine, nein, das ist Rotplät. Der darf auf keinen Fall in den Frühlingshonig. Aber Klee ist doch lecker. Ja, weißer Klee, aber roter, wie soll ich sagen? Davon muss man pupsen. Popojucken? Sind Sie sich da ganz sicher? Die Sammeldifferichter Bienenwachs. Und wen laden wir alles ein? Flip, der spielt was auf seiner Geige. Und Beatrix kann uns was vortanzen. Ben muss auch kommen. Und Max. Und Rufus natürlich. Den habe ich vorhin am Teich gesehen. Ein Fest. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Da sind immer alle so gut gelaunt. Los, komm, Willi. Wir sagen allen anderen Bescheid. Allen bis auf Lara. Na, das ist wohl klar. Pups. Eine Party? Wie schön. Ja, das wird sicher toll. Aber Lara darf davon nichts erfahren. Wovon darf ich nichts erfahren? Etwa von der Party, die ihr feiern wollt? Ohne mich? Oh, hallo Lara. Party? Nein, wir wollen keine Party feiern. Bens Balli ist kaputt und wir wollten ihm alle zusammen helfen, weißt du? Er muss gerollt werden und deshalb treffen wir uns alle und im Rollen, Mist. Da willst du doch bestimmt nicht mitmachen, oder? Mist? Ich? Nein, ich kann nicht. Ich hab noch was vor. Hier, Willi. Das ist leckerer Kleepollen. Der wird dir schmecken. Eine kleine Stärkung. Vor der schweren Mistarbeit. Hui, danke, Lara. Das ist aber sehr nett von dir, Lara. Tja, so bin ich eben. Im Gegensatz zu euch. Wenn die wüsste, sie denken, wir wollen ohne sie feiern. Das wird eine tolle Überraschung. Ich habe einen neuen Tanz. Passt auf.